Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Runde R4, meine Freunde des gepflegten Angelsports. Wir sind heute am Ladogasee. Ihr habt ein paar Trophäen vorweg gesehen. Sind jetzt nicht so viele, wie ich mir erhofft habe, aber immerhin sind es noch 5 geworden. Und letztes Mal, wo ich hier an der Stelle geangelt habe, ist noch gar nicht so lange her, habe ich auf jeden Fall meine 8. Blaue bekommen quasi. Ja, wir stehen hier bei E5. Bei 52, 66 und der Clip sind 10 Meter. Und wir gucken mal ins Setup rein. Ich habe einfach so ein Metall-Billig-Ding genommen. Ja, soll hier so ein bisschen den Boden imitieren quasi. Ja, also die Bleifarbe, Steinboden, dann eine klassische Rotaugenmische. Ja, ist ganz billig, Biskuit, Zuckmücke und Karamell. 4,4 Kilo. Fluorocarbon, Einserhaken und Eintagsfliege. Ja. So, da haben wir nochmal einen Biss. Das Schöne ist, man kann damit nicht nur seine Trophy-Wertung erhöhen oder vielleicht auch eine blaue bekommen. Nein, die Dinger bringen auch noch richtig Geld mittlerweile. Also ich war ziemlich erschrocken eben, wo ich gesehen habe, was die Trophäen bringen. Also, dass die angehoben worden sind, das wusste ich zwar. Aber entweder sind die nochmal angehoben worden oder die sind sofort damals mit dem Patch so drastisch angehoben worden. Also ich hatte schon 240 Silber nach 30 Minuten. Wir gehen jetzt nochmal gucken. Also sehr krass auf jeden Fall. So, wir haben jetzt 289 und wenn wir nach Preis sortieren, sehen wir hier 45 Silber, 38, 38, 37, 37, Halleluja. Also, und das für Rotaugen, das ist auf jeden Fall mal ein Knaller. Und da kann man nichts sagen. Dann die normalen fallen natürlich ab, aber immerhin auch noch zwischen 3 und 5 Silber. Ja, und wenn man dann hier so, ich sag mal, 10 Trophäen generiert, ne, in einer Stunde oder anderthalb, wenn man Glück hat, dann hat man direkt mal so fast 400 Silber. Ich meine, hallo, das ist schon cool. Das einzigste Nervige daran ist, man muss ständig, also die beißen echt schlimm, also man muss ständig kontrollieren. Ja, die vielleicht hauen die nur mal kurz, zucken die in die Route rein. Da muss man ständig hier G drücken und gucken, ob hier die Faxen abgehen, ob der Biss Erfolg ist oder nicht. Also die hauen selten durch. Ja, das ist der einzigste Manko. Aber ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden. Hab mir zwar ein paar mehr Trophys erwartet, aber ich habe auch andere Cacher gesehen. Hier hatten 10 drin, 8 drin. Also ist auf jeden Fall machbar. Und wie gesagt, kann immer direkt, wo viele Trophäen beißen, auch eine blaue bei rumkommen. Wieso auch nicht? In diesem Sinne wollte ich euch mal zeigen den Spot Ladogasee. Gönnt euch ein paar Trophäen. Bringt gutes Silber. Ja, nicht nur die Trophäenwertung, sondern mittlerweile auch Geld. Danke fürs Einschalten. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.